Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und hier sind, wie ihr seht, ich bin hier auf diesem Planeten. Es sind Dinge passiert. Also, fangen wir an. Hier oben, wir sind mittlerweile auf Gold, und das kommt rüber. Hier kommt jetzt Stahl, weil wir brauchen nachher relativ viel Stahl. Plus, ich baue hier gerade eine kleine Leitung für einen guten Freund von mir. Dieser gute Freund von mir heißt übrigens Ethanol. Warum baue ich hier eine Leitung für Ethanol? Ganz einfach, weil ihr schon gesehen habt, ich bin bereits dabei. Oh, sehr schön. Ich habe hier eine Lücke. So. Ich bin dabei, dieses Zeug Ethanol rüber zu schicken zu meinem guten alten Freund Neuer Planet. Warum? Nun ja, ich habe da, da kommen wir gleich zu. Seht die Rampe jetzt hier soweit erstmal angebaut. Ey, dieses keine Strom, ne? I don't get it. Okay, wir fangen an, ab 20% zu ballern. Wir haben keinen Wasserstoff. Oh. Okay. Okay. Für euch interessant, weil ihr zum passenden Moment einschaltet. Für mich nicht so geil. Okay. Okay. Wir sollten doch relativ schnell zügig auf Magma-Energie gehen. Ich lasse zwei fallen. Lasse ich reinlaufen. Und mach eine Kulturkammer hier. Die zwei bilden eine Kammer und lassen ablaufen. Der Chat hat nur drauf gewartet. Sie haben schon vorgemacht. Genra, vielen, vielen lieben Dank für den Resubscribe, mein Lieber. 3 Monate, Dankeschön. Kommen auf die Aufnahme, gehen die Probleme los. Mega. Ja, genau. Also, hier habe ich zwei Vulkanen. Die lasse ich hier zusammen zu einer Vakuumleistung zusammenlaufen. Plus den hier. Heißt, ich muss den ganzen Spaß abtragen. Ich muss hier eine Magmakammer hinbauen. Plus eine Seitentasche. Die Öffnung erfolgt da. Yay, Stromprobleme. Aber um die Stromprobleme temporär erstmal zu beheben, werden wir jetzt Folgendes tun. Ich werde diese Gasleistung abreißen. Ich werde diese Gasleistung abreißen und diese Gasleistung abreißen, weil das alles angeschlossen ist daran. Wir werden diese Gasleitung hier umleiten. Ich werde die hier kappen. Wir haben nämlich keinen Strom. Und kein Strom ist keine Lösung. So, jetzt brauche ich noch eine Brücke. Die ich hier auch relativ schnell bauen sollte. Strom habe ich hoffentlich noch als Direktanschluss auf eine Leitung, die unterfordert ist. Sehr schön. Eine Aluminium? Oh, reicht gerade so. Der geht rüber, fällt rüber. Ich habe keinen Strom, ich habe keinen Strom. Ich werde hier erstmal alles abreißen, damit ich sinnvoll Strom habe, damit ich Wasserstoff abreißen kann. Oh, here we go, baby! We need to deliver! So, dann lassen wir das Schmuckestück. Fängt doch gut an, die Folge. Hervorragend. Direkt instant mit Problemen. Mh, so liebe ich das. So, geben wir mal ein bisschen Gummi. Damit das Ganze ja auch ein bisschen schneller geht. So, heißt, das ist das Problem. So, also, ich muss irgendwie das da hinkriegen. Da waren wir stehen geblieben. Warum muss ich... hallo. In der Zwischenzeit ist hier Oxalit passiert. Hier Schnuckling, kleinen Oxalit-Klumpen. Großer Fan von. Brauche ich mir nämlich später dann kein Oxalit basteln. Also sollen sie es bitte... einmal
direkt abreißen. So, hier oben, ihr seht das, ich habe angefangen, hier die Bereiche nach und nach jetzt platt zu machen, weil da wollen wir hin. Dazu muss ich hier rein. Hier sind Zombiesporen, habe ich keinen Bock zu. Hier gehe ich irgendwann von aus, dass es mir platzt, darum baller ich schon das Eis auf. Hier möchte ich ganz gern irgendwann in der Folge hin mit dem reden, weil der fehlt mir noch. Aber dazu brauche ich jetzt hier Gold. Gold schicke ich gerade rüber. Kommt also mit Raketen, beziehungsweise bei meinem Glück ist das Gold sogar schon... Ah, guck mal hier. Lager leeren. Der nächste Befehl. 1200 Gold. Sehr schön. Plus, dass ich hier auf jeden Fall schon mal aufräumen sollte, denn ich bin großer Oxalit-Fan. So, hier müsste ich jetzt irgendwo Wasser haben. Entleeren. Das kriegt eine 8. Das kriegt eine 9. Damit der gleich noch auf diesem Fleck alle Flaschen gern zusammen an einen Spot errichtet. Und willst du Base für Sly, hilf mir? Alter Leute, ich weiß gar nicht, wie schnell ich das hier hinkriege. Ein wunderschön. Nicht 3 Monate, Stufe 3. Ach du heilige Scheiße, Gerner. Sorry. Ja, das ist das Problem, wenn du gerade eine Aufnahme anfängst. Da habe ich gerade sehr viel Informationen streuen. Gerner. Ein Stufe 3 Abo, mein Lieber. Holy fuck. Ich bin ja gar nicht gewohnt. Vielen lieben Dank. Wirklich, ernsthaft. Da halte ich die Folge noch für an. Das hier landet in einer Aufnahme. Für die lieben Leute, die natürlich bei YouTube reinschauen, ihr seid herzlich eingeladen, auch gerne mal im Stream vorbeizuschauen. Jeden Mittwoch ab 18 Uhr. Auch wenn diese Folge später erscheinen wird, als dass der DLC da ist. Es gibt für Oni ein DLC. Das ist ein schöner, sagen wir mal, Freezy-DLC, nennen wir ihn mal jetzt. Den werde ich heute nach dieser Aufnahme anfangen. Die landet schon etwas eher auf YouTube. Aber falls ihr das nicht wusstet, schaut mal nach, sucht mal nach hier bei Oni Slyfox mit Freezy oder Freeze. Da werdet ihr das sehen. Da starten wir das. Es gibt sehr viele neue Sachen. Es fängt sehr kalt an. Vielleicht auch ganz cool für, wie gehe ich mit kalten Basen um am Anfang. Und alles da drinne. Nochmal ein dickes Küsschen an Gerner. Stufe 3 Abo, mein Lieber. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Dankeschön. Freue ich mich sehr drüber. Ernsthaft. Danke. Und was soll ich sagen? Ey, ihr sagt das immer, lesen ist meine Stärke. Stellt euch mal hier hin, als ich habe einen Vermittlungsauftrag, ich muss spielen, ich muss erklären, was ich hier tue und ich habe mich schon gewundert, dass du es nicht integriert hast. Ja, ich habe es nicht gemerkt, ich habe mich ja bedankt für 3 Monate. Ich habe gelesen, 3 Monate abonniert. Liebe geht raus an Gerner, genau so sieht's aus. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo so ein fancy Sly-Emote, warte mal. Mit so einem Küsschen-Sly, irgendwo habe ich da auch noch einen, oder? Ist das nicht Better Twitch TVs? Ich bin sicher, ich habe ein Better Twitch TV. Irgendwo habe ich doch ein Better Twitch TV. Eingeschaltet Hype Train. Sind die nicht mehr drauf, die Better Twitch TV Dinger? Muss ich das mal wieder aktualisieren? Egal. Naja. Auf jeden Fall, liebe raus. Ach Gott, ist das überfordert. Ihr sagt das einfach, ne? Ihr stellt euch hier erstmal hin und macht den Scheiß. So. So viel dazu. Ich nehme Kohle. Warum? Weil es kann. So. Und was machen sie hier? Sie sind am Schlafen, korrekt? Sie sind am Duschen. Ach, das ist alles in den Aufnahmen. So, schauen wir uns gerade an, wie es aussieht. Warte mal, Zyklus geht vorbei. Jetzt hier, Wasser, zack, endlich wieder Wasser drin. Ich habe mich schon gewundert, warum die ganze Scheiße hier nicht ausdünstet. Warum? Weil dieser blöde Blitzblankpuff da die ganze Zeit ist. Verlagern nach. Blitzblankpuff geht dahin, der geht mir auf die Nüsse. Die Tür wird jetzt endlich mal wieder zugemacht, genauso wie die hier. Und diese Drecksmusik, die du dauernd hörst. Die goldene Hitparade der Volksmusik. Sag mal, hast du denn gar keinen Funkenanstand in dir? Für unseren lieben Sly. So sieht das aus, wenn bei mir donated wird. What the fuck? Weißt du, wie lange nicht mehr gedatet wurde? Gedatet, ja. Ich bin komplett durcheinander. Was soll denn die Scheiße hier? Ich habe sogar ein Emoji für Respect mit F. Mein lieber Scholli. Wird mir das überhaupt mein Aktivitätsfeed angezeigt? What the fuck? Seriously, what the fuck, Filter?
Tatsächlich werden Donations hier nicht angezeigt. Ist ja funny. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin maßlos überfordert mit dem ganzen Scheiß. Ihr habt die Summe gesehen. What the fuck, Junge? Dankeschön. Ich will hier eine Aufnahme machen, aber das... Ja. Danke. Ich möchte nochmal erwähnen, dass das hier vollkommen umsonst ist. Ihr müsst hier nicht zahlen. Ich freue mich, anstatt all dessen, freue ich mich über eine Person mehr, die zuschaut. Es ist ein dickes Dankeschön dafür. Ich weiß es sofort zu schätzen. Ich stecke das Ganze hier immer rein, um euch einmal im Jahr irgendwie mit ein paar Giveaways und Co. Ein bisschen was zurückzugeben von dem, was ihr mir hier gebt. Was soll ich sagen? Es ist ein dickes Dankeschön, Leute. Ich bin gerade, wie man vielleicht gleich mitkriegt, dezent überwältigt. Gerne, Dankeschön. Dickes, dickes Dankeschön. Ich weiß es einfach nicht besser zu schätzen. Und zu sagen, ich schäme mich schon fast ein bisschen. Daher, seriously, Dankeschön. Von diesem kleinen, kalten Block, den ich in meinem Herzen, also den ich hier an der Stelle meines Herzens habe. Ja, fuck, ich bin überfordert. Man merkt es, ne? Holy fuck, wie ist denn das hier passiert? Wie ist denn hier Wassereinbruch passiert? When did this happen? Das Wasser ist doch noch nie runtergefallen. Das musste von alleine irgendwie drucktechnisch irgendwann mal hochgegangen sein. I don't know. Hier sind Dinge passiert, die ich einfach alle gar nicht mehr hinkriege. Hopp. Vielen, vielen lieben Dank. Das fehlt mir natürlich jetzt hier, die Info. Aber... Hat Streamlabs halt aufgezeigt? Ich bin einfach maßlos überfordert. Streamlabs ist gar nicht drin. Na toll. So, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß nicht. Ach ja, genau. Guck mal, wir sind hier und ich würde gerne diese Metall abgreifen, weil in meiner Hauptkolonie fehlen Metalle. Ich habe hier Kobalt und Gold. Geil. Muss ich irgendwie hinkriegen? Wie, indem ich hier Gold hinkriege? Gold habe ich hinbekommen, beziehungsweise bin ich bei. Wie der ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen hat. Und dafür brauche ich jetzt, damit ich das Ding vernünftig geschmiedet kriege, auch irgendwann mal Flüssigkeiten. Was muss ich tun, damit ich Flüssigkeiten kriege? Richtig. Ich brauche irgendein Kühlmedium. Das heißt, ich brauche Ethanol. Wie kriege ich Ethanol hin? Gradation, ihr seht das hier. Wir fangen jetzt langsam an, Ethanol uns rüber zu schießen. Wieso klappt das nicht? Naja, ich brauche dafür jetzt erstmal gerade... Das muss ich jetzt so langsam erstmal wieder Wasserstoff anstauen. Das heißt, ich baller jetzt erstmal eine Reihe rein. So gut es geht. Und das klappt am besten, indem ich jetzt dieses Prinzip, das ich hier habe, einmal umdrehe. Normalerweise exploite ich den Wasserstoff hier auf. Das können wir uns aber gerade nicht leisten. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Cut machen und rübergehen. Das heißt, sobald ich von hier keinen angestauten Wasserstoff mehr habe, pumpe ich von oben raus. Ich muss das jetzt hinkriegen. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir hier diesen lustigen neuen Spaß dahin bauen. Aber, ey, ein Kram nach anderen. Mehr Probleme für mehr Content. Genau, sehen wir. Man muss dich ja unterstützen bei dem geilen Content. Alter Vater. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich bin das nicht gewohnt, was zu kriegen. Ich mache das hier seit x Jahren einfach aus Spaß an der Freude. Tatsächlich, donated wird bei mir so gut wie gar nicht. Ich freue mich einfach über jeden Twitch-Bime-Sub. Ich freue mich über... Ich brauche dir nicht mal. Ohne Scheiß. Ich bin froh, wenn ihr einfach zuschaut. Selbst die Leute auf YouTube. Ich freue mich... Ich freue mich über jeden View, den ich auf YouTube sehe. Weil ich weiß, dass Leute das zuschauen. Und zwischendurch interagieren. Ist für mich mega spannend. Hab ich Spaß dran. So, Frage. Habe ich jetzt permanent noch genug Strom? Ich behaupte ja. Weil ich muss das Zeug ja rüberkriegen. Also eigentlich muss ich den Müllemann hier... Muss ich eigentlich wieder anschließen. So, wir geben da jetzt mal ein bisschen Saft drauf. Ja, der lutscht wieder mehr, aber ich habe auch ein Solarmodul mehr. Das ist immer das, was an- und abspringt. Ich habe hier ein bisschen Ethanol zu angesammelt. Das heißt, kriegen wir alles hin. Was ist euer Problem? Bewässerung. Ich muss eigentlich nur warten, bis genug Wasser hier doppelt und dreifach ist. Ach, das ist alles so ein Luxusproblem hier. Oh, apropos Luxusproblem. Hier hatte ich ja auch noch was vor. Ich wollte hier 5000 Dinge tun, ne? Ich werde bald mit deinen Tutorials wieder anfangen. Kannst du tun, Miss Yara? Du kannst auch einfach gleich dranbleiben. Da wir in 5 Minuten...
da wir in 5 Minuten... Wait a second, ich muss noch gerade überlegen. Was wollte ich machen? Der sollte rüber und der sollte rüber, ne? Der sollte rüber, damit der rüberbrückt und das macht, ne? Ich glaube, hier waren wir irgendwann mal so stehen geblieben. Ich muss gerade schauen, was mein Call war. Der geht hier rüber und fördert raus. Macht Ruhe, damit ich den hier rüberschieben kann und da. Das heißt, der muss hier rausgehen und das dann da machen, ne? Korrekt? Korrekt. Mal schauen, wie schnell wir es hinkriegen. Ich wollte hier ein bisschen überbrücken, dass ich hier einen schnelleren Flow habe, was die Anlagenversorgung angeht. Wir sind dabei. Wir sind dabei, Leute. Nein, das Rohr muss nicht abgebrochen werden, sorry. Das Rohr geht schon so rüber, das ist ganz richtig. Wir trennen jetzt hier unten den leckeren Schmackofatz, reißen das ab. Und dieses Rohr... es läuft gerade richtig gut. Schief und rückwärts, aber es läuft. So, jetzt muss ich gerade schauen. Der geht rüber, der wird überbrückt. Wenn der nicht benutzt wird, passt. Die beiden verschwinden. Der geht rüber. So, jetzt brauche ich hier noch eine Pipeline, die ich gebaut habe. Geht da rüber, wenn ich es richtig mache. Ich bin komplett außer Fassung. Es ist unglaublich. Die Tutorials habe ich, glaube ich, schon dreimal geguckt. Live tun nehme ich auch gerne. Ich bin... Vielleicht kriegt das der eine oder andere mit. Ich bin gerade maßlos überfordert mit dem, was hier passiert ist. Vielleicht kriegt das einer mit, vielleicht auch nicht. I don't know. So sieht's aber gerade aus. I'm overwhelmed by the shit. So, genau. Ich mache einen 50-50-Split. Da sind die Leitungen halt schneller voll wieder. Das ist mein Gedankengang dahinter gewesen. Und ich habe hier ja sowieso, ihr seht das hier, sehr viel Pufferzone zum Langziehen, dass meine Leute auf jeden Fall immer erstmal hier rein fördern können. Genau, der hat eine eigene Zone, der schiebt raus, der brückt rüber, der hat dahin. Ist immer 50-50 Menü, ich habe immer genug Pufferzone, der hier durchgeht. Wenn mal einer nicht läuft, ja, das war der Gedankengang dahinter. War das klug? Ich glaube schon. Double kill. Oh Gott. Viel Spaß im DLC. Jan, vielen lieben Dank, du bist ja auch noch... Ihr macht das heute absichtlich, oder? In die Aufnahmen. Ihr wollt einfach nur mal eine Verzweiflung sehen. Ich habe die Summe nicht gesehen. Der, die Edleren spende, bitte nochmal donaten. Nee. Leute, ermuntert bitte keine Leute zum Donaten. Das hier... Ey, da lege ich wirklich Wert drauf, ne? Das hier ist komplett... Das ist komplett kostenlos. Da steht unten nur das. Ich werde niemals aufrufen. Ich werde niemals aufrufen zum Donaten. Ernsthaft. Finde ich, ist der falsche Move. Der General hat einen 50er reingeschmissen. Darum bin ich auch maßlos überfordert, weil ich weiß gar nicht, mit so viel Geld anzufangen. Keine Ahnung, was ich soll. Nee, das geht natürlich wieder raus, meine lieben Freunde, an den Sachen, an die Spiele, die ich hier spiele. Ende des Jahres gibt es immer ein Giveaway, was ich an euch zurückgebe. Ich habe für zwischendurch mal zocken zu können, mir einen Steam Deck irgendwann mal geholt, wo ich zwischendurch mal bei Horizon farme oder wenn ich auf Reisen bin, wo ich nicht streamen kann. Das sind so Dinge, mit denen ich das tatsächlich dann ausreize. Aber hey, so, that's it. Das ist... Für den guten Mozzarella. Oder das. Kauft ihr mehr Kakao. Auch das. Ich trinke hier zwischendurch Kakao. Ja, man sieht das auch noch mit. Ich trinke zwischendurch Kakao. Ich kaufe Mozzarella. Ach, ich bin einfach fucking overwhelmed gerade, weil ich einfach nicht weiß, damit umzugehen. Naja, dankeschön. Die Folge ist auch gleich vorbei, ne Münche. Das ist eine Top-Folge. Ich wollte tolle Dinge erzählen und was habe ich gemacht? Ich habe die Leute zugebrüllert. Na, Gratulation. So fängt der Tag heute wieder an. So, genau so sollte es sein. Füll die Klumpen auf und wenn da hier nichts mehr ist, wenn der hier voll aufgesäbelt ist und sich nach hinten zieht, soll der nur erstmal nachliefern. Ich habe ganz viel Wasserstoff aufgesammelt. Das Ganze hatte einen Grund. Jetzt kann er sich's mal beweisen. Hier schicken wir jetzt nach und nach Ethanol. Was auch immer wir gerade kriegen. Ethanol, Gold, alles raus. Hauptsache hier. Der Speicher bleibt am Laufen. Wir schicken hier 20%. Das heißt, der wird niemals leer sein. In der zweiten Welt, was ist passiert?
Dinge sind kaputt gegangen. Oh, nee, ernsthaft? Die sind schon wieder scheiß Eisenvulkan runtergegangen? Oh. Fuck. Nur einer kaputt gegangen? Ich hoffe. Ach, nee, es sind zwei kaputt gegangen. Fuck, okay, die müssen mal wieder laufen. Ich in der Zwischenzeit, während hier Kacke passiert ist, ist die nächste Kacke passiert. Gratulation, ein Eisen. Das Setup ist nice, solange kein Eisenvulkan einschlägt, Eisenmeteoriten einschlägt. Jetzt muss ich, ich muss 20.000 Dinge gerade kümmern, ne? Nee, das will ich hier nicht machen, danke. Wenigstens das läuft hier. Ich bin maßlos überfordert mit der ganzen Ansage, die ich gemacht habe. Sehr schön. So, wir werden jetzt hier die Aufnahme beenden. Ihr seht, die nächste Aufnahme wird hoffentlich ja wieder ein bisschen strukturierter sein. Oder die Leute machen sich jetzt ab sofort wieder einen Spaß draus und ärgern mich 2 Stunden lang. Auch das traue ich jeden und einzelnen hier von euch zu. Hier kommt keiner dran. Warum? Weil wir hier keine Möglichkeit haben, das Ganze sinnvoll aufzubröckeln. Ja. So, was habe ich hier Schönes noch zu bieten? Das passt. Hier oben ist mal wieder ein Eisenvulkan eingeschlagen. Sehr schön. Bedeutet nämlich, okay, die Kühlung läuft erstmal wieder. Das ist das Wichtige. Die Lücken kriege ich anderweitig gestopft. Auch nicht das Problem. Hier oben, ja, können sie die Flüssigkeiten nachher dann einmal wieder... Scheiße. Und das Ganze eben passiert, während wir den Spaß hatten. Wie sieht's hier aus? Ich habe noch nichts Neues. Okay, aber ich habe Gold. Gold bedeutet, die Leitungen sind fertig, die Leitungen sind fertig. Sehr schön. Heißt, wir müssen 1000 Dinge planen. Egal, die Folge ist vorbei. Ich bin sowieso vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke nochmal. Wir sind doch immer ganz lieb. Ihr seht, dass ihr mich damit einfach maßlos aus dem Konzept bringt und ich befordert bin, weil ich sowas gar nicht gewohnt bin. Dankeschön fürs Zuschauen. Ernsthaft. Ich nutze jetzt die letzte Minute. Liebe ohne Zuschauer auf YouTube, liebe ohne Zuschauer auf Twitch. Dankeschön. Fürs Zuschauen, für den Support, für mich schauen. Ich bin eigentlich nur ein verplanter Typ, der keine Ahnung hat. Freut mich, dass ich euch ein bisschen unterhalten kann. Freut mich, dass das bisschen Wissen, was ich habe, an euch vermitteln kann und euch hilft, dass ihr damit unterhalten seid. Dass ich es, ganz ehrlich, und wenn es einfach nur wert ist, dass jemand einfach einen Scheißtag hat und sagt, oh geil, ich hatte einen Scheißtag, ich brauche irgendwie die halbe Stunde Slime, die gebe ich mir heute, um zu schauen, wie verpeilt durch die Gegend reiht. Dankeschön. Ich weiß nicht. Ich finde das immer noch ein unwahrscheinliches Privileg, auch wenn mir vielleicht nur 5 oder 10 Leute zuschauen. Ja gut, bei Uni-Tag, was haben wir jetzt gerade? 20 Leute. Nein, ich finde, das sind Sachen, das sind Privilegien und die sollte man zu wissen schauen. Sollte man zu wissen schauen. Die sollte man zu schätzen wissen, dass man mir zuschaut. Dankeschön. Einfach ein großes Dankeschön. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Bisschen aufs Nüsschen. Jetzt wird sowieso lustig, denn wir gehen jetzt in den Frozen DLC. Ich bin gespannt. Also, bis gleich. Ja, General hat mich heute auf jeden Fall kaputt gemacht. Ja, kann man sagen. Die Missiara hat auch einfach 30 Bits reingeschmissen. Das ist, obwohl, ich glaube, da habe ich mich bedankt für. Wenn nicht, nochmal danke für die 30 Bits. Danke für die Stufe 3 Abo. Danke für Twitch Prime. Danke. Euer Slime.